wir machen direkt weiter mit Elden Ring. Hier, die Stelle nervt mich, aber ich muss eh noch wegen dem Ausleuchten mal gucken. Wir probieren gerade weiterhin einen Halbgott zu legen und bis jetzt scheitern wir dran, aber wir hatten ihn schon in der zweiten Phase. Hier ist das Intro. Ich wollte gerade mal gucken, was ich noch so habe, um vielleicht ein bisschen besser ausgerüstet zu sein. Weil ich muss recht viel verkraften. Warte mal, was hat denn meine aktuelle? Die hat 15. Ah ne, warte, halt hier. Okay. Kann ich eigentlich die hier tragen? Und wie sieht es aus mit dem Rollen? Geht noch. Okay, perfekt. Dann, hier. Wie haben die? 3,9, 3,5. Bringt mir soweit nichts. Die wären die einzigen, die was bringen würden. Das ist dann schon zu fett. Deswegen machen wir wieder die. Okay. Nee, okay. Dann bleibt das so. Maximal HP, also und Ausrüstung, Geschick. Was haben wir denn hier? Erhöhte Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden. Deutlich. Gibt es auch was gegen körperlichen Schaden? Erhöht die maximale Ausrüstungsgewicht. Ausdauer deutlich. Verstärkt die FP-Regeneration. Ja, auch nix. Ich habe hier auch keins, was ein Katana verbessert. Ne? Okay. Ich könnte noch Sachen ablegen, um vielleicht noch. Dass ich den nicht benutzen kann, ist auch so schade. Warte, was haben die? Die haben 6,6. 9,9 ist zu krass. Und das auch. So, die haben 3,9. Geht noch. Okay. Ich müsste eigentlich noch ein besseres Schwert bekommen. Oder... warte mal. Ich habe doch hier so einen Trank. Stellt FP wieder her, aber derzeit leer. Okay, was macht das? Verleiht verschiedene besondere Effekte. Regeneriert 50%. Verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Weil das kann ich verwenden, um einen dieser Typen zu legen. Ich würde sagen, dann machen wir aber erst, wenn wir in der zweiten Stufe sind und ihm deutlich zugesetzt haben. Ach ja, und mein Schild ist scheiße, aber das ist was anderes. So. Genau. Ich mache mich wieder klein. Habt jetzt da nicht viel verpasst. Moin, was geht? Abaddon Knight. Moinsen, nicht viel. Wir probieren gerade einen Halbgott zu legen. Und was läuft bei dir? Hommage. Der könnte auch. Komm, ich nehme mal mit. Was läuft? Was läuft? Da ich ja diese, naja, worauf spielst du? Ich spiele auf der PS5. Ich habe gerade das erste Mal, beschwöre ich Leute, und war gerade irritiert, dass ich abrupt plötzlich mein Pferd nicht mehr rufen konnte. Normalerweise spiele ich das Spiel nur mit Asche. Mit Asche und mit Geistern. Ach, ist er weg? Okay, ist abgebrochen. Wie bist du? Komm, du mit. Der Gast lässt sich nicht beschwören. Na toll. Ist hier noch irgendwo jemand? Nö, ne? Ha! Ich bin gerade auf H bei dem Gegner. Auf H? What do you mean, meinst du? Bist du denn ein vernünftiger Kämpfer? Oder eher der wie eben, der leider nicht ganz so viel gebracht hat, außer dass er mir den Gegner schwerer gemacht hat?
Ja, warte mal, ich weiß. Wo ist denn? Ach, da ist noch was, warte. Der sieht doch. Ja. Bei dem Gegner auch. Ich spiele mit zwei Katana. Ah, ja, ich habe nur eins. Ich habe die Meteor-Klinge. Hey, Magier. Magst du mir helfen? Warte, ich muss gucken, wie ich das abrupt so schnell hinkriege. Okay. Ja, die verwende ich auch. Und das andere ist halt das Mondlicht-Ding, aber da bin ich noch mit allem zu schwach eingestellt. Und da will ich eigentlich irgendwann noch drauf wechseln, aber ich bin nicht der Größte. Ich wurde noch gebufft. Wurde ich gebufft. So. Ich höre einen Pfeil. Blake beschwören, den beschwören und mich treffen lassen, vor allem. Wait. Ich will nicht sterben. Krummfinger, Swordsman Saint, Zed. Ich spiele aber gerade nur noch das normale Katana. Achso. Ja, das normale Katana hatte ich ja anfänglich. So, einmal kurz auf den Pulk raus, um nicht dran gedogen zu werden. Schwein gehabt. So, jetzt was sehen. Ich liebe die Katanas wegen dem Blutungseffekt, den finde ich super. Habe ich früher schon immer gemocht. Heilen. Denn ich muss am Leben bleiben. Yeah! Ohne zweite Phase. Ah, warte. Nett sein. Ich reagiere gleich drauf. Ich gucke mir das nur gerade kurz an. Ein roter Markierung wurde auf der Karte platziert. Meint der die hier? Okay. Da ist das Schloss, genau. Puh. Warte, was hast du geschrieben? Ja, musste neu anfangen, da ich auf meinem Hauptaccount halt 480 Jahre gesperrt bin. Oh, das tut mir leid, wenn du da gesperrt wurdest. Ich hoffe nicht wegen irgendwas Schlimmem. Ja, wie gesagt, ich spiele sonst gar nicht irgendwie groß. PvP und ignoriere das auch. Das habe ich schon immer in Dark Souls auch ignoriert. Ich spiele auch normalerweise nicht Gegner, die mit anderen Spielern zusammen. Jetzt in dem Fall habe ich mal eine Ausnahme gemacht, weil ich das halt interessant fand. Und wenn das Event es schon anbietet, mehrere dazu zu holen, dann kann ich ja auch machen. Ja, eigentlich nicht. What a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared by Radahn and you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared. To Nokra.
Barani's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our souls once more for Mistress Rani. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll go into battle again. My only purpose is to fight for Rani's fate, sword and fang. The curtain's rising on the final act. Let's meet where the falling star bit. We'll go into battle. My only purpose is to the curtain's rising. Okay, danke dir. Ich weiß, dass ich das Licht noch aktivieren kann, aber ich will jetzt hier noch zu Alexander gehen. Ah, hello there. It was a battle marvelously fought. You are well and truly a champion, friend. I, on the other hand, am nothing but a crock. One hit was all it took to crack me, and for my insides to come spilling out. After that, I hid like a coward. And as such, I can hardly stand to face one such as you. Aber vielleicht kannst du mir gleich noch eine Frage beantworten. Ich habe noch zwei Fragen zu zwei Charakteren. As luck would have it, there's a veritable mountain of warriors' bodies right here. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty warrior again in no time. And you know, the bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less from the very warriors who fought in the Shattering, the greatest of all wars? Just you wait and see, friend. I'll grow even stronger. Just you wait when next we meet. The bodies found here. Who could expect any less from the... Just you wait. Okay, so, warte mal. Ist hier noch die andere Tante, die hier vorhin auch noch rumstand? Da liegt ein Item. Das nehmen wir noch. Ach nee, das ist nur der Weg zurück. Okay. Genau. Ja, genau. Vielleicht könntest du mir erzählen oder etwas erklären. Es gibt noch zwei Charaktere, zu denen ich jetzt noch so wirklich keine Antwort habe. Schau dich genau um. Bin dabei. Ich wollte jetzt, bevor ich hier weggehe, wollte ich mich noch umgucken. Ich habe schon während des Kampfes zwei Sachen eingesammelt. Leider nicht drauf geachtet, was es war. Aber ich habe es eingesammelt. Ah ja, und falls du es nicht merkst, ich spiele das Spiel blind. Also ich habe grob mal geguckt, wie die Story vorankommt, weil ich habe relativ viel schon gemacht. Und, genau, und deswegen, das war so das Einzige, was ich nachgeguckt hatte, aber ansonsten spiele ich es blind. Lass mir natürlich gerne ein paar Tipps geben, aber jetzt nicht verraten, wie es halt weitergeht oder wie ich was mache, sondern eher so. Ja, hier, wie du eben, guck dich mal um, da könnte noch etwas sein. Kann ich mal sagen, okay, mache ich. Was verpasst? Ah ne, da war nur eine Textnachricht. Okay. So. Genau, dann muss ich ja noch die Seele von ihm besäubern. Okay, das Spiel speichert gerade. Ich will nicht in noch einen Kampf geraten, der mich nerven wird. Deswegen. So. Hast du denn deinen Kampf jetzt schon erledigt oder meintest du nur, du bist jetzt, wäre so bei dir der nächste Schritt? Du sagtest doch, dass du simultan gerade spielst, oder? Hops. Hops. So genau, dann heißt es, also Erfahrung habe ich 50.000 gesammelt.
Ist also so auf dem Niveau, dass ich eh gerade so bei Bossen sammle. Okay, bedeutet, arbeite dann dran, dass, genau, dass ich jetzt diese Eldenseele oder diese Eldenrune benutzen kann. Damit ich dann vielleicht mal eine andere bekomme als die vom Verwesten von der Drachenfeste. Und wie gesagt, Leute dazu, und ich habe Sekiro. So weit durchgespielt, dass ich sogar den wilden Feuerdämon allein gelegt habe. Das war anstrengend. Und den Hauptbösewicht mit seinen 6 Stufen oder 4. Deswegen kann ich mir das erlauben, dass ich sage, ich habe mir jetzt hier mal jemanden dazu geholt. Ich finde das auch nicht verwerflich, weil das Spiel das nämlich anbietet. Das ist ja so konzipiert, dass man sich mit anderen Leuten zusammenschließen kann. So, er speichert schon wieder. Ich hoffe, ich bin jetzt an nichts vorbeigerannt, aber ich habe mir eigentlich versucht, alles anzugucken. So. Bevor ich da weiter gucke, schaue ich erstmal wieder in die Mitte. Zum Leuchtfeuer. Hab den jetzt auch gekillt. Das ist doch schön, das freut mich. Wo ist es denn das? Ach, da hinten war das dann. Aber krass, dass wir den Kampf sogar so gelegt haben, dass er nicht mehr in der zweiten Form zurückkam. So. Genau, also war jetzt hier nochmal. Also hier ist das Ding zum Zurückteleporten. Da ist der Alexander. So. Aber musste den alleine machen, da bei mir keiner war, den ich rufen konnte, außer die NPCs. Ja, das ist dann immer so. Ja, aber du hast es alleine hingekriegt. Also, ich hätte jetzt, glaube ich, wahrscheinlich noch ein bisschen länger gebraucht, wenn ich ihn wirklich komplett alleine hätte machen wollen. Mit NPCs, was ja das Event ist. Deswegen, damit habe ich dann kein Problem. Da scheint mir noch was zu sein. Item. Radans Speere. Radans Speer, also. Für einen Großbogen. Pfeile. Habe ich es schon übersehen oder meinst du wirklich nur die Items sammeln? Schlitz, Schlitz, Schlitzi, Schlitz. Naja, ich habe das Game schon relativ lang und oft durch. Ja, siehst du. Ich habe das Spiel auch relativ lang, das ist halt lustig. Ich habe es, seitdem es rauskam, aber... Oh, da ist gerade irgendwas gestorben. Da ich es nur im Stream spiele, zieht sich das halt dann immer ein bisschen. Und weil ich ja nicht jeden... Da ich berufstätig bin, nicht jeden Tag Zeit habe zum Zocken. Und nein, es gibt dort noch was anderes. Okay. So. Ich sehe nur da den dunklen Nebel, um den ich noch so geschickt halbwegs herumgeritten bin. Okay. Okay, also die Ruinen können es nicht sein. Dann gehen wir mal... Ist da ein Durchgang?
Also der Nebel sieht schon sehr unangenehm aus. Nee, okay, hier ist nichts. Magst du mir vielleicht einen kleinen Tipp zu geben? Oder hat es was mit dem Nebel zu tun, der so strange ist? Oder trigger ich hier irgendwas nicht? Ich habe auch Rani das erste Mal nicht getriggert. Es ist am Rand, okay. Und jetzt den ganzen Rand ablaufen. Warm oder kalt? Du meinst jetzt aber nicht das Boot da hinten, oder? Aber es hat nichts mit dem Nebel zu tun, okay. Warm in der Richtung, aber kalt wegen der Entfernung. Ah, okay, also. Kommt hier vor wie so ein Kleinkind. Warm oder kalt? Also wenn, kann es ja nur was mit dem Boot zu tun haben, weil das Boot ist ja schon auffällig. Ist denn hier irgendwo? Nee, da fällt es auf jeden Fall runter. Aber Game Designer wird mir das Boot als Ankerpunkt zur Orientierung geben. Ich finde diese Maske, die wir anhaben, so potthässlich. Dann reiten wir nochmal da entlang. Das erinnert jetzt ein bisschen an Bloodborne. An Koss. Den ewigen weißen Jungen war es, glaube ich. Vielleicht da. Das ist Jens auf seinem Pferde. Er reitet geschwind. Er schaut nicht mal hin, wohin die Reise ging. Wird wärmer in der Entfernung. Ah, okay. Der Gedanke wäre ja da irgendwas. Oh, hier wird gegen irgendwas gekämpft. Interessant. Ah, da. I think you mean this here. Katakomben der Kriegsopfer. Also nochmal weitere Katakomben. Ich bin was, okay. Große Rune. Die andere, genau, die andere kann ich nämlich noch nicht verwenden. Stufenaufstieg. Da, oh Gott. Genau.
Wunder dich nicht, ich bin faul und ich mache das Ganze auch, also ich lade die Video oder ich lade meine Gameplays auf YouTube hoch. War jetzt ein bisschen viel, muss, ist aber egal. Genau, also ich lade die bei YouTube hoch, bedeutet aber, dass ich gleich kurz mal was anmoderiere und abmoderiere. Ich bin nur zu faul zum Schneiden, das sage ich da halt an dieser Stelle immer. Ja, komm, wir wollten Stärke noch hochpushen. Deswegen wirkt es gleich komisch, wenn ich kurz einen Schnitt mache und dann... Ne, nur damit, weil du sonst nicht hier bist, nicht, dass du dich wunderst und irritiert bist. Was macht denn dieser Idiot da? Und ja, ich könnte auch außerhalb des Videos mir was zu trinken eingießen, aber warum sollte der Stream was haben, was YouTube nicht bekommt? Daher würde ich sagen, so, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Elden Ring. Wir erkunden dann noch ein bisschen diese Katakomben, gucken, wohin sich das hier bewegt, und wir haben heute einen großen Schritt der Hauptquest gemacht. Oder einer Quest. Ich glaube, der war sogar nur optional, aber er ist halt für ganz viele kleine Nebenquests gedacht. Naja, also würde ich sagen, bis dann und tschüss.